Ja, hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe User von MFS Fußballtraining TV. Willkommen zur 45. Folge von Einfach besser Fußball spielen. Wir sind wieder der Michi Servus. und ich der Jojo und wir haben uns heute Unterstützung geholt. David, Faxe, schön, dass du da bist. Wir Freue freuen mich. uns. Wird eine lange Folge. Wird eine lange Folge. Ich halte mich Ja. kurz. Es ist das erste Mal, dass wir den Gast haben. Ich hoffe, du weißt die Ehre zu schätzen. Weiß ich sehr, natürlich. Wir haben aber auch noch zwei weitere Neuerungen, kann ich gleich mal ankündigen. Wir werden das erste Mal auf Spotify sein. Ehrlich Echt? jetzt? Ja, wir haben es geschafft. Unsere Marketingabteilung hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Sehr Also, gut. diese Folge findet ihr auch auf Spotify. Und wir haben einen eigenen YouTube-Kanal jetzt. Hashtag einfach besser Fußball spielen, wo alle unsere Folgen hochgeladen werden. Das heißt, wenn ihr den Podcast explizit verfolgen wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal noch abonnieren. Wir verlinken alles in der Videobeschreibung. Genau. Wird ja reichlich gehört, habe ich gesehen. Letzte Folge 600 Mal aufgerufen. Also das Ja. ist für uns echt okay. Ja, Ist. Und absolut. total positive Kommentare. Ja, Finde ich ist gut, es dass ihr euch auch. hinterfragt, weil wir da über die Trainingsphilosophie Genau, gesprochen haben. genau. Ist echt cool. Ja. Lässig. Negative Kommentare lösche ich natürlich immer sofort, ist ja klar. So, Nein, warum ist Faxe hier? Faxe, Ja. weil ich es mit dir alleine nicht mehr ausgehalten So, habe. das ist der eine Grund. Der zweite Grund, dass Faxe uns ein wenig gerüffelt hat, zu Recht. Ja. Es ging um das Thema, da muss man jetzt kurz ausholen, damit man das erklärt. Wir haben in der Fußballschule ja 60 Trainer ungefähr, jetzt nur in München, die wir natürlich in der laufenden Aus- und Fortbildung permanent begleiten sozusagen. Und da gibt es verschiedene Themen. Wir haben auch Trainer, die Mannschaften trainieren. Und da ist unter anderem bei dir, was wir jetzt gar nicht so mitbekommen haben, zur Sprache gekommen, das Thema Kabine, nenne ich es jetzt mal im Allgemeinen. Letzten Endes kann man, glaube ich, sagen, es gibt so einen Leitfaden für unsere Trainer, für die MFS-Trainer, Ja. die Teams betreuen. Genau, sag uns doch einfach mal so ein bisschen, was da unser Leitfaden ist, was unser Gedanke ist und was da dahinter steckt, letzten Genau, Endes. also wir haben ja neulich haben wir das auch im Fernsehen auch mal mitbekommen, dass wir in Deutschland, da ist das hat die Ermessung stattgefunden, dass eben wahnsinnig viele Kinder, die genauen Zahlen kennen, aber es ist sehr, sehr hoch in ihrer Laufbahn in einem Verein eben sexuelle Gewalt oder sexuelle Nötigung erfahren in ihrer Zeit. Und du hast ja jetzt auch wieder mit dem Turmspringer da solche Fälle bekommen, die das halt hochgekocht Ja. haben. Und ich glaube, das wiegt am schwersten über allem drüber. Also jegliche anderen Aspekte fallen dann hinten runter. Das heißt, wir müssen versuchen, dieses Thema in den Vereinen und natürlich auch bei uns in der Fußballschule in den Griff zu bekommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir unsere Trainer mit Kindern gar nicht mehr allein in der Kabine haben wollen. Das heißt, wenn die Kinder sehr klein sind und sich noch nicht selber umziehen können, kann man das entweder so lösen, dass die Kinder sich schon zu Hause umziehen. Das heißt, die kommen schon mit den Trikots, jeder hat sein Trikot, kommt mit den Trikots dann schon zum Spiel und mit Trainingsanzug, dann hast du das Thema gar nicht. Oder wenn wir uns umziehen wollen, dass dann die Eltern natürlich herzlich willkommen sind, in die Kabine mit reinzukommen. Wir natürlich niemanden zum Duschen zwingen, wir natürlich niemanden, wenn der mit der Unterhose duschen möchte, soll er das bitte machen. Und wenn es den Fall gibt, dass eben nicht immer alle Eltern dabei sind, dann würde ich es so machen, dass wenn ich mit den Kindern in die Kabine reingehe, weil es zum Beispiel schlechtes Wetter ist oder sowas, würde ich immer einen Elternteil mitnehmen und zwar immer ein anderes Elternteil. Und damit habe ich ja praktisch immer jemanden an der Seite des Trainers sozusagen, damit dieser Verdacht nicht aufkommen kann. Und natürlich geht es nicht nur darum, den Trainer zu schützen, sondern auch die Kinder zu schützen, dass das nicht passieren kann. Wenn zwei Erwachsene zeitgleich in einer Kabine sind, dann kommt es zu diesen Vorfällen ja schon mal gar nicht. Ja, und das Ja. heißt, man geht vorher mit einem Elternteil rein, sagt bitte Herr so und so, kommen Sie mit mir mit, dann geht man in die Kabine rein. Dann sage ich zu den Kindern, pass auf, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, euch umzuziehen. In 10 Minuten sind alle umgezogen. Ich gehe raus mit dem Elternteil und bevor ich reingehe, gehe ich mit Elternteil und klopfe an. Und wenn alle umgezogen sind, dann kann ich reingehen und kann meine Besprechung halten. Ich halte es auch immer für sinnvoll, einen Elternteil dabei zu haben, weil der Trainer natürlich dann unter Beobachtung der Eltern steht. Und das ist natürlich auch eine Art Korrektiv, weil du als Trainer vielleicht auch mal aufgeregt bist, weil die Kinder nicht das tun, was du möchtest. Und in die Kabine reingehst, du bist wutentbrannt, sagt man halt auch mal Dinge, die vielleicht nicht gut sind für die Kinder. Und deswegen ist es immer schlau, wenn man einen Erwachsenen dabei hat, weil du dich sofort zurücknimmst und einen anderen Ton anschlägst und es sozusagen pädagogisch auch wertvoller machst. Und ich sehe schon diesen Aspekt, dass die Kabine sozusagen das Verein der Kinder ist und das Zusammengehörigkeit, so, ja. Zusammengehörigkeit fördert, das sehe ich schon auch. Aber eben dieser andere Aspekt, der wiegt so viel stärker drüber, dass ich glaube, dass Ja. wir es nur so in den Griff bekommen. Aber du hast es ja so, Ich. du lässt sie ja quasi auch kurzzeitig alleine. Und das reicht ja schon für den Zusammengehörigkeitsaspekt, finde ich. Ja. Also du sagst, okay, ich gehe jetzt und ihr zieht euch da um und dann machen die ihren Blödsinn und dann haben da ihre Gaudi auch. Also ich finde, das ist eine super Mischform einfach. Man muss da natürlich nochmal aufpassen, dass du dann zwischen den Kindern natürlich auch das Thema der sexuellen Nötigung oder sowas hast, wenn du nicht da bist. Ja? Ja. So, deswegen bin ich auch da am Überlegen, ob wir das in der MFS nicht generell die Kabine verbieten. Ja? Das heißt, wir ziehen uns zu Hause um, jeder hat sein Trikot.
jeder hat sein Ding. Wir gehen da nur gemeinsam rein zur Besprechung und dann gehen wir raus zum Fußballspielen. Danach fährt jeder heim und duscht selber. Ja, also ich sehe diesen Aspekt der Leibeserziehung, dass man sich jetzt duschen muss und so, den sehe ich nicht mehr so, wie das früher war. Also ich bin eines der Kinder, die ich wollte nicht mich duschen, ja, und mich haben die Trainer halt festgehalten, ausgezogen unter die Dusche gestellt. So, das kann, da kann ich mich heute noch daran erinnern, das hat jetzt bei mir keine Schäden mehr. Aber gut, das geht natürlich gar nicht. Das halte ich für Vogelwild, ja. Aber das ist natürlich eine Frage des Alters auch ein Stück weit. Oder, also ich meine, wenn sie dann in der C-Jugend, jetzt bei mir in der C-Jugend, zweites Jahr C-Jugend, da hast du Auswärtsfahrten von einer Stunde. Und also dieser Aspekt der Hygiene quasi, ja, und du rockst die, diesen Mannschaftsbus ein, die sind natürlich widerlich. Und dann kann man, ich verpflichte ja auch keinen. Also ich bin beide, wenn man sagt, zum Beispiel in der F, E und D-Jugend oder sowas, da habe ich es auch nie gemacht bei mir. Aber dann in der C-Jugend habe ich das erste Mal gesagt, es wäre ratsam, es zu tun. Ja. Aber ich verpflichte natürlich keinen. Also, aber wenn du es jetzt in der C-Jugend ja so machst, dass du dann rausgehst, dass du sagst, so Männer, jetzt besprechen wir das kurz, ihr könnt jetzt duschen gehen, ja, ich bin in einer Viertelstunde, in 20 Minuten wieder da und klopf an, wenn alle umgezogen sind, dann gehe ich rein. Ja. Das würde ich immer so tun, ich warte so alleine, um mich selbst zu schützen vor irgendwelchen Das ist auch so ein wichtiger Aspekt, um das vielleicht auch klarzustellen, natürlich stellen wir unsere Trainer nicht unter den Verdacht, dass die irgendwie sowas machen. Nein, natürlich nicht, das würden wir sehr gerne beschäftigen. Genau, selbstverständlich. Es geht, finde ich, ein Großteil auch darum, dass keine Situationen entstehen, die irgendwie in so einer Art und Weise interpretiert werden können. Ja. Und dass sowas gar nicht erst entsteht, halte ich schon für sinnvoll. Und das ist, finde ich, schon ein guter Gedanke, zu sagen, hey, da kommt immer ein Elternteil mit rein, weil dann hast du nie diesen Moment, weil das haben wir dann alle erlebt, dass irgendein Kind irgendwas falsch auffasst, irgendwas, was du sagst, falsch auffasst und dann das zu Hause erzählt und dann kommen die Eltern und sagen, das hatte ich mal, ja, du hast gesagt, mein Sohn ist dumm. Ja. Sag ich sag doch deinem Kind nicht, dass er dumm ist. Also bitte jetzt, tut mir leid. Und wenn da jetzt ein anderes Elternteil dabei gewesen wäre, dann hätte der das gleich sagen können, ja Moment mal, das hat er nicht gesagt, er hat gesagt so und so und dann hätte der andere Vater gleich, ach so, ja okay, alles klar. So. Und deswegen sage ich ja, nimm immer ein anderes Elternteil, weil sonst könnte ja so eine Verbrüderung zwischen dir und Elternteil stattfinden, dass der dich sozusagen deckt, wenn du irgendwas Blödes gesagt hast, was ja auch nicht passieren soll. Ja. So, ich finde, man sollte einfach eine Außendarstellung der Kommunikation alles dafür tun, um dieses große Problem, das ist ja ein riesen Problem, das wir haben, und das ist ja nicht nur mit den kleinen Kindern so, das ist ja auch mit Erwachsenen, siehe Turmspringer. So, ja, ein Trainer hat in der Kabine eines Spielers alleine nichts verloren. Ja, das so, und natürlich ist, das gehören ich, die genau, Spieler ab einem gewissen Alter, finde ich auch, gehören sie auch von dem Trainer, und das muss man mit den Eltern gemeinsam besprechen, auch aufgeklärt über, was ist denn auch sexuelle Nötigung, was ist denn, wenn man mit den Kindern spricht, ja, und auch erzählt, dass wenn der eine einen Witz über das Geschlechtsteil des anderen macht, dass das nicht gut ist. Dass man sowas zu unterlassen hat, ja, dass man eine Aufklärung, über diese Punkte muss man, finde ich, nachdenken, damit diese Sachen eben gar nicht erst passieren, weil das sind ja Traumata. Jeder von uns kann sich erinnern, dass irgendeiner deiner Mitschüler hat irgendwann zu dir gesagt, du hast aber einen komischen Schädel auf. Also zu mir hat einer mal gesagt, dass ich einen Quadratschädel habe, was ja mal überhaupt nicht stimmt, weil wenn, habe ich eher einen Eierkopf. Ja? Aber pass auf, aber ich kann mich heute noch daran erinnern, dass es gesagt hat. Das heißt, das hat sich ja in meinen Kopf total eingebrannt. Ja. Auf keinen Fall. Ja, ja. Und dass der Trainer natürlich auch interveniert, wenn da Späße gemacht werden. Das muss den Jungs klar gemacht werden. Ja, ich glaube, das muss man halt, finde ich, als Trainer so ein bisschen auch ein Gespür dafür haben, weil dass man so ein bisschen mal irgendwie ein blöder Spruch oder so sich gegenseitig in der Mannschaft, ist ja normal, das gehört ja auch dazu. Aber ich glaube, man muss als Trainer schon so das Gespür haben, was ist jetzt ein blöder Spruch und was geht jetzt schon in die Richtung von, das findet der jetzt nicht mehr so witzig. Ja. Und das muss man als Trainer, da gibt es auch keine klare Regelung. Da kann man nicht sagen, so ab da ist es so und das ist es noch nicht, sondern das muss man schon immer so ein bisschen im Gefühl haben. Manche Kinder sind vielleicht ein bisschen sensibler, manche können mehr ab. Klar, ich meine, wenn du jetzt einen hast, der die ganze Zeit austeilt, dann muss er im Zweifel vielleicht auch ein bisschen mehr einstecken können. Aber das muss man als Trainer, finde ich, immer so ein bisschen auch, ja, man so muss da irgendwo die Grenzen ziehen. Ein Gespür dafür haben und aber dieses Thema halt klar im Blick haben. Und das ist, glaube ich, wichtig und deswegen ist es gut, dass du heute das nochmal ansprichst und dass wir darüber nochmal reden, dass man dieses Thema auf jeden Fall präsent hat, weil das hatten wir jetzt ja so fast gar nicht irgendwie auf dem Schirm in dem Moment.
Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das präsent hat, das Thema, und dieses Thema halt immer wieder ja, im Kopf behält ja. und auch den Eltern vermittelt, hey, ich bin da, ja, ich bin da aufmerksam darüber und passe da ja. auf drauf. Ich wollte da sogar nochmal sagen, weil viele Trainer ja auch sagen, dass die Kinder beim dass die Eltern beim Training nicht dabei sein sollen. Ja, also ich kann nur jedem Trainer empfehlen, lernt die Eltern ein, zuzuschauen. Die stehen dann außen rum. Du musst natürlich dafür sorgen, dass sie nicht intervenieren und nicht permanent reinrufen und was weiß ich. Aber es gibt ja kein besseres Korrektiv, als wenn die Eltern da sind. Wenn sich jemand verletzt, kann das Kind sofort zu seinem Elternteil. Ja? Die Eltern passen auf, dass die ihre Regenjacken, Trinkflaschen und was weiß ich nicht vergessen. Und ich als Trainer habe immer ein Korrektiv. Ja, weil ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch ein paar Kleine, die ich trainiere. Wenn du da so 15 kleine Mäuse vor dir hast, die so 6, 7 Jahre alt sind, da hört ja keiner zu. Und da wirst du im Kopf natürlich ungeduldig. Ja? So, und trotzdem hast du das Korrektiv der Eltern außenrum, was dich dann in der Tonwahl immer wieder nach unten zieht auch. Ja? Deswegen kann ich das nur empfehlen. Und ich genieße das eigentlich eher, dass die Eltern da sind, weil die Eltern dann natürlich auch mehr sehen, was ich tue und damit auch wissen, was ich im Spiel einfordere. Ja, und dann auch mehr Verständnis gut, ja. dafür haben, weil Unwissenheit ja immer zu Ärger führt. Der versteht gar nicht, was ich da mache und fängt dann an, mit den anderen Eltern und den anderen Kindern irgendeinen Schmarrn zu entwickeln, ja? der gar nicht stattgefunden hat. Ja. So, deswegen kann ich da jedem nur dazu raten, das so zu machen. Hat auch einen ganz praktischen Nutzen. Weil wenn du so kleine hast wie du, dann sind 6 oder so, ne? Du bist ja nur im Schulbinden und so. Ja. Du wirst ja verrückt. Das kommt ja in der Kabine auch dazu. So kannst du Kinder ja. immer rausschicken zu den Eltern. Die trinken mit denen, die binden den Schuhe. Wenn sie sich verletzen, trösten die und. Ja, also ja, absolut. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. Ja. Und es ist auch so ein bisschen so dieser Einheitsgedanke, finde ich, dass man die Eltern so mit ins Boot holt. Das ist ja auch dieses Thema, was wir haben am Spielfeldrand, dass wir die Eltern immer hinter uns haben wollen ja. und nicht über das ganze Feld verteilt. Genau, so entsteht eine Gemeinschaft. Und du hast quasi die Eltern einfach mit im Boot, weil ohne die Eltern geht es halt einfach nicht. Die Eltern fahren, die Eltern waschen Trikots, die Eltern machen Kuchenverkauf. Trösten die Kinder, ja, also, bauen sie wieder auf. Genau, und wenn dann quasi Eltern und Trainer eine Sprache sprechen, das ist ja eigentlich die perfekte Situation. Ja. Also so wäre es ja eigentlich optimal, dass quasi zu Hause der Vater dem Kind das Gleiche sagt wie der Trainer ja. im Training vorher. Genau. Und das kriegst du halt nur hin, wenn es dann eine Einheit ist und alle an einem Strang ziehen. Ja. Genau. Gut. Sehr gut. Wir haben den bunten Strauß Themen, Michael. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich möchte jetzt nur noch mal kurz festhalten, dass ich deutlich weniger geredet habe wie ihr, also nur wegen dem Thema Zeit und so. Kannst du dich noch erinnern an den Trainerkongress in Freiburg, der bunte Strauß Blumen, der Vortrag, da war doch der Apfelstrudel dabei. Weißt du das noch? Weißt du das auch nicht mehr? Also jede zweite Folge. Es gab irgendeine ganz außergewöhnliche Pflanze, und ich kann mich aber an den Namen auch nicht mehr erinnern. Das war aber das Spannendste von dem Ganzen, ich kann mich auch nicht erinnern. Aber es war ein Apfelstrudel dabei, und ich weiß nicht mehr, was das Bild des Apfelstrudels für den Fußball dargestellt hat. Das kriege ich nicht mehr hin. Naja, gut. So, ich habe hier wieder meine Post-its hingeklebt. Das ist unser, vorbereitet. Unser Merkzettel. Du brauchst aber gute Augen, dass du das lesen kannst. Ja, deswegen hat er die Brille auf. Wollen wir kurz den Schwenk zum ganz großen Fußball machen? Oder bleiben wir nochmal beim Amateurfußball? Ja, lass kurz hier ein bisschen Mix machen. Geh mal groß. Also Schwenk. Gerade mal groß. Faxe stand bei mir im Büro aufgebracht, positiv aufgebracht und hat gesagt, du freust dich wahnsinnig darüber oder du würdest dich wahnsinnig darüber freuen, wenn Man City die Champions League gewinnt. Ja. Warum? Weil ich glaube, das ist die wichtigste Message für unseren Kinderfußball überhaupt ist. Also was ich festgestellt habe, ist, dass viele Jugendtrainer sich an dem orientieren, was im Profifußball passiert. Das heißt, wenn der Jogi Löw, das hat er einmal gemacht, sich hinsetzt und dann davon redet, dass sie jetzt sehr viel kognitives Training machen, dann denkt sich jeder Jugendtrainer, okay, ich tue jetzt mal den Ball weg und mache kognitives Training mit Hase-Fuchs-Spiel und was weiß ich, diese Koordinationsspielchen mit der Hand, die jetzt erstmal nichts mit dem Fußball zu tun haben. Und die Auswirkungen davon sind natürlich extrem. Und gerade bei der Art, wie Fußball gespielt wird. Wir hatten ja in Deutschland dieses Thema mit Red Bull, mit Hoffenheim, mit Salzburg. Beste Beispiel finde ich 2018. Oder Frankreich Weltmeister, Umschaltfußball und dann war nur noch Umschalten. Genau, mit 34% Ballbesitz. Und das hat der Jürgen Klopp auch eine Zeit lang gespielt mit Dortmund auch und so. Und man sieht dann eben, dass es im Profifußball erfolgreich ist. Und denkt dann, das müssen wir jetzt im Jugendfußball auch machen, weil das ja erfolgreich ist. Und das große Problem am Umschaltfußball ist, wenn ich natürlich Umschalten spiele, dann lerne ich nicht von klein auf mit dem Ball pressende Gegner auszuspielen, was ja die schwerste Aufgabe überhaupt ist. Und damit entsteht kein Selbstverständnis, Fußball zu spielen. Und wenn ich, das heißt, jeden Ball, den sie bekommen, wird schnell nach vorne gespielt, also entweder lang oder dann wird auf den zweiten Ball gegangen. Das heißt, Fußballspielen findet dann relativ wenig statt. Das Spiel ist nur noch bum, 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 fliegt rum. Und die Kinder lernen eben den technischen Aspekt des Fußballspiels, das Überspielen des Pressings, das lernen sie nicht. Und genau dann haben wir natürlich große Probleme im Jugendfußball, wenn wir alle Umschaltfußball spielen, dass die alle nicht mehr richtig kicken können. Und das ist unser Hauptproblem, ja. das wir jetzt haben. Ja. Wir können gegen tiefstehende Gegner, kommen wir nicht mehr durch. Warum? Weil wir die Technik dazu nicht haben, die Kreativität nicht dazu haben, die Spieler im 1 gegen 1 auch nicht dazu haben. Das sind eigentlich alles eher Umschaltspieler.
Und deswegen hast du ja gegen die großen Mannschaften in den Turnieren weniger Probleme. Das Problem mit den kleinen, an denen scheiterst du, weil du da nicht mehr durchkommst. Ja, und du siehst es ja jetzt auch, dass wir im Spielaufbau extreme Probleme haben, weil wir technisch halt nicht herausragend sind. Wenn du jetzt mal guckst mit den Spaniern zum Beispiel. Mit wir meinst du die deutsche Nationalmannschaft. Wenn du jetzt die Spanier mal nimmst, ja, oder die Brasilianer, mit welchem Selbstverständnis die Fußball spielen, gegen Pressing, gegen Druck, wie entspannt die da rausspielen, wie stark die technisch sind, das liegt halt in ihrer Kultur. Ja? Und bei uns ist es eben so gefährlich, wenn der Umschaltfußball erfolgreich ist, spielen alle Umschaltfußball. Ich habe das damals in der U11 bei Bayern erlebt, wie die gegen mich Fußball gespielt haben. Da hat der Trainer zu mir gesagt, jetzt spielen wir ein bisschen Assi-Fußball. Also wir reden über NLZ. Der jagt dir dann den langen Ball an die Bande und geht auf den zweiten Ball und du hast auch keine Chance, das zu verteidigen. Aber seine Jungs können halt alle nicht kicken. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich für die Jugendausbildung. Und wir dürfen gerade in der Jugendausbildung nicht in den Extremen hin und her schwenken, sondern wir müssen alle Spielphasen müssen wir lernen. Ja, wir müssen das Eröffnen des Balles lernen, also die Spieleröffnung gegen das Pressing. Dann müssen wir uns, während wir nach vorne in die vorderen Drittel spielen, müssen wir uns vorbereiten auf den Ballverlust und müssen uns so orientieren, dass wir dann ins Gegenpressing kommen. Wenn wir den Ball erobern aus dem Gegenpressing, dann müssen wir natürlich gucken, können wir kontern. Wenn es die beste Lösung ist, tun wir das. Aber wenn es keine Lösung gibt, gehe ich wieder in meine Spielaufbauphase zurück. Ja, und wenn der Gegner den Spielaufbau hat, dann gehe ich ins Pressing rein. Und wenn ich alle Phasen bediene und ich eine ganz gute Ausbildung mache, dann habe ich halt ständig den Ball. Weil meine Jungs gut im Gegenpressing sind, gut im Pressing sind und gut im Spielaufbau sind. So, aber es gibt eben Mannschaften, die gehen im Jugendfußball ran und sagen, ich hau dir den Ball rüber, dann kannst du Spielaufbau machen und ich presse dich vorne, damit ich den Ball gewinne. Das heißt, die nehmen diese Ballbesitzphase raus. Und das halte ich für hochgradig gefährlich. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir im deutschen Fußball zu wenig herausragende Kicker haben. Das heißt, jetzt aber praktisch, um wieder zu Man City zu kommen, Guardiola spielt ja diesen Ballbesitzfußball, gegen Real war es ja wirklich teilweise unfassbar zum Zuschauen. Das war das Schnellste. Ich habe nicht mehr gesessen. Ich habe mich hingestellt, habe geguckt und habe gedacht, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Also 19 Pässe am Stück und Real kam einfach. Also, das muss man sich ja überlegen. Das war Real Madrid. Also das ist ja wirklich die Mannschaft. Und es ist die Top-Kontermannschaft. Man kann jetzt natürlich sagen, der Benzema ist jetzt nicht hundertprozentig fit oder was, aber die haben ja auch andere Spieler da drin, wie Vinicius Junior oder den Rodrigo heißt er, glaube ich, der Flügel. Ja. Das sind ja Wahnsinnskicker. Und das Geile an dem Spiel war, dass sie nicht nur den Ballbesitz hatten, sondern dass die so krass auf das Gegenpressing vorbereitet, wenn Real den Ball gewonnen hat, war der ja in kürzester Zeit weg und im Ballbesitzfußball war das nicht nur ein Hin- und Hergeschiebe, sondern die hatten ja unheimlich viele Torchancen auch noch. Genau. So, genau. Und haben jegliche Konter, das, was man dem Guardiola ja immer nachsagt, dass er praktisch immer 2, 3, 4 große Konter zulässt, die dann zu Gegentoren führen. Ja, die dann der Kontermannschaft sozusagen das Recht geben auch, warum das jetzt deutlich besser ist als der Ballbesitz. Das hat es nicht gegeben. Und das finde ich ja das Schöne, dass er mit zwei defensiven Sechsern, also mit dem Rodrigo und mit dem John Stones gespielt hat. Heißt der Rodri oder Rodrigo? Ja, Rodri. Rodri nennen die, ich glaube, der heißt wahrscheinlich sogar Rodrigo, aber das ist ja ein Wahnsinn, so eine Doppelsechs, die alles wegräumt und das Fußballerische trotzdem noch geil war. Also unfassbar, ich habe noch nie so ein krasses Spiel gesehen. Und er hat, glaube ich, schon auch dazugelernt, oder? Oder vielleicht hat er das schon immer gewusst, aber hat es halt einfach nicht bekommen, jetzt hat er halt einfach einen Stürmer. Einen krassen Stürmer, der halt jederzeit das Geile an dem System, das er jetzt spielt mit diesen drei Leuten hinten und dann praktisch hast du 2 Sechser und 2 Achter. Also er spielt ja eigentlich 3, 2 und dann die Reihe davor und eine Spitze. Mhm. Ja, also praktisch 3, 2, 4, 1. Mhm. Und das ist natürlich in der Konterabsichtung brutal. Du hast 2 geile Sechser, die das Zentrum nie aufgeben, die sich immer unterstützen. Und hinten hast du halt 3 Leute, die sehr zentral stehen. Also die stehen nicht komplett breit, sondern die stehen eher so im Halbfeld, die dann natürlich die Konter nochmal unterbinden. Ja, und dann hast du da hinten den Kyle Walker drin, wie der den Vinicius Junior abläuft. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, also dann hast du da hinten so einen Pfeil drinnen, der halt in der Konterabsichtung auch alles weglaufen kann, was schief läuft. Also deswegen stehen die so stabil. Aber jetzt kommt natürlich, also wir sagen natürlich, hoffentlich gewinnt er das, und zwar auch hoffentlich auch deutlich, damit eben die Message ist, dieser Ballbesitzfußball war eigentlich immer gut. Es hat halt vielleicht an ein paar Stellschrauben gefehlt, ob er das jetzt schon immer gewusst hat oder so, das weiß ja keiner von uns, aber jetzt hat er wahrscheinlich, sagen wir mal, spätestens jetzt hat er halt verstanden, oder man braucht halt natürlich trotzdem noch einen krassen Stürmer, der halt immer nach vorne saugefährlich ist, das hat er ja früher nicht gehabt. Und dann hat es vielleicht ins Halbfinale nicht gereicht oder ins Finale, jetzt reicht es halt damit dann auch und ist noch drückend überlegen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass er auch Inter Mailand nicht nur schlägt, finde ich, sondern dass es wirklich genauso wird, also dass du da sitzt und sagst, die haben keine Chance, damit einfach die Message nach unten wieder ankommt und eben dieses Gerede aufhört, dass dieser Ballbesitzfußball halt tot ist.
ja, ohne Ziel gesagt, ist. Also, ja. dass er im Prinzip nicht zielführend ist. Das ist ja auch lächerlich, weil der Guardiola wird in jedem Jahr, egal wo er ist, wird er Meister mit dieser Spielart. Also, ja, immer Meister, weil du natürlich gegen die schwächeren Gegner immer gewinnst. Mit dem System, ja, wo du den Gegner komplett erdrückst und man dann sagt ihm nach, dass er nicht erfolgreich ist. Ja, der ist immer im Halbfinale. Also, und verstehst du, da spielst du halt gegen die Creme de la Creme und wenn dann dein System nicht optimal aufgeht, dann verlierst du. Und das tun die anderen übrigens auch, weil Real hat ja auch mit Konterfußball gerade verloren. Aber da ist halt, glaube ich, immer so der Neidfaktor. Ich glaube, wenn man etwas besonders gut tut, dann gönnen es dir die wenigsten und dann kommen natürlich, wenn es nicht klappt, kommen sie alle auf den Plan und sagen, ja, totaler Kackfußball und Narzissmus. Aber ich glaube, dass er nochmal einen krassen Schritt gemacht hat, nämlich jetzt ein System gefunden hat, das brutal kontersicher ist, das mega im Gegenpressing ist, weil du halt vier Leute im Zentrum auch hast. Ja? Also seine Schwachstelle des Konteranfälligen hat er halt damit komplett eliminiert. Ja. Und das finde ich halt beeindruckend, wie das gespielt wird. Und ich finde auch, also was man, finde ich, bei ihm auch sagen muss, weil ein großer Kritikpunkt, der dann immer kommt, ist ja, gut, wenn ich 1 Milliarde ausgebe, dann muss ich ja irgendwann mal die Champions League gewinnen und so weiter. Also erstens, Manchester United hat, glaube ich, in der Zeit, seit Guardiola dort ist, also seit Guardiola bei Manchester City ist, hat Manchester United fast genauso viel ausgegeben. Ja. Und wo steht United? Also ja. Geld allein, immer sehe PSG, ja. Das ist nicht das Zielführende. Ja. Also da, natürlich ist es ein Faktor, das ist schon klar, aber das ist nicht das, was alles erklärt. Und dann kommt dazu, also außer Haaland, sagen wir mal, einen Spieler, der, bevor er zu City gekommen ist, wirklich so ein richtiger Superstar war, wo man gesagt hat, boah, das ist ja einer der Weltstars. Also der hat eher so Spieler geholt, die zwar schon... De Bruyne war damals bei Wolfsburg gut, ja, aber war jetzt nicht De Bruyne, der komplette Überflieger. Der war schon sehr, genau, sehr gut, aber... war schon gut, aber der war halt bei Wolfsburg in der Bundesliga. Also das war jetzt nicht der, wo man gesagt hat, das ist jetzt ein Superstar. Den hat... Vielleicht ist das auch das Geheimnis. Aber zu dem Geld würde ich mal was sagen, dass das Geld praktisch kein Allheilmittel ist. Das siehst du ja, das kann sogar eine Bürde sein, viel Geld zu haben. Schau dir mal Hertha BSC Berlin an oder schau dir Chelsea an. Eine Mannschaft, die Basis einer Mannschaft ist, dass 11 Spieler dasselbe tun und dasselbe wollen. 11 Freunde müsst ihr sein, das ist die Basis. Mhm. Und dann kommen erst die einzelnen technischen Fähigkeiten, das taktische Gerüst und so, das kommt ja alles on top. Aber wenn unten die Basis, das Menschliche, das Zusammenhalt nicht funktioniert, ist der Rest für die Katz. Wenn du da mit 1 Milliarde dir nur eine Diva nach der anderen holst, ja, der läuft ja nicht für den anderen. Und der ist dem anderen neidisch, weil der Tore schießt und so. Und vielleicht liegt da ja auch das Geheimnis, dass ich Spieler hole, die vielleicht noch nicht so diese Topstars sind, die aber eher bodenständiger sind, geerdet sind, die eher im Team denken und diese außergewöhnlichen Fähigkeiten besitzen. Weil Tatsache ist klar, da pressen alle, da gehen alle ins Gegenpressing, da spielen alle mit, jeder fordert den Ball. Also alle Spielphasen werden von allen Spielern bedient. Jetzt nimmt PSG her, dann bleiben die drei Großmeister da vorne komplett stehen, die machen gar nichts und die hinteren verteidigen. Wie lange würdest du das machen? Solange wir gewinnen, ist für mich das in Ordnung. In dem Moment, wo wir plötzlich ein Spiel verlieren, finde ich es nicht mehr in Ordnung. Ja, dann und dann geht es schon los innerhalb der Mannschaft. Und deswegen ist ja das, was der Guardiola macht, meiner Meinung nach schon seit vielen Jahren, das ist außergewöhnlich und das ist für unseren Jugendfußball, wenn die Leute das kapieren, dass das Ziel sein muss, dort müssen wir die Kinder hinbringen. Wenn du die Spieler am Ball siehst, in Stones, ja, wo du sagst, das ist ein Innenverteidiger, wie der auf der 6 spielt, wie oft der antäuscht, dass er den Ball irgendwo hinspielt und plötzlich antritt in den freien Raum, wie viel Finden der arbeitet. Ich finde, der ist nämlich so ein Beispiel. Den hat er geholt von Tottenham, meine ich. Das war kein Superstar irgendwie, sondern das war halt ein englischer Innenverteidiger. So, ja, okay. Und was der aus dem macht, das ist halt, finde ich, das Besondere. Was dann Guardiola aus so einem Spieler macht, und er hat ja offensichtlich schon das im Kopf, was er aus dem machen kann. Also er sieht den und sagt, der hat das, den kann ich dazu formen und den will ich deswegen haben. Ja. Und das sehen offensichtlich andere nicht. Und deswegen ist er eben so ein besonderer Trainer. Ja. Und ich finde, was auch dazu kommt, was du auch so ein bisschen gesagt hast, ich glaube, dass wir in Deutschland das nochmal so ein bisschen anders sehen als in anderen Ländern. Also in Deutschland ist das, was du auch gesagt hast, so dieses Neid und wenn einer was richtig gut macht und von was völlig überzeugt ist, dann wird er immer erstmal beäugt. Das ist immer so erstmal so, der meint, der ist was Besonderes. Ist stur und so. Nicht konsequent. Ja, ja. Und das ist sowas, ich glaube, das ist in anderen Ländern anders. Da wird dieser Ballbesitzfußball doch anders gesehen. In Spanien wird man diese Diskussion nicht führen. Glaube ich auch nicht. Ist eine Frage der Ehre. Ist Ballbesitzfußball erfolgreich oder nicht? Diese Diskussion führt man in Spanien nicht. Ja. Da ist es völlig klar. Und hier ist es immer so mit dem Strom schon. Das Thema hatten wir auch schon mal öfter im Podcast. So dieses 2018 wird Frankreich Weltmeister mit Umschaltfußball, jetzt müssen wir alle Umschaltfußball spielen. Dann 2014 werden wir Weltmeister, wegen Guardiola, wie man ja... indirekt wie, wegen Guardiola. Ja. Ja, und dann ist auf einmal Ballbesitzfußball wieder super. Und dann das. Und
du hast ja schon so schön gesagt, warum denn nicht alles? Warum denn nicht alles auf einmal? Warum sage ich denn nicht, meine Mannschaft soll alles können? Natürlich können die Ballbesitzfußball, aber die sollen auch Umschaltfußball können. Selbstverständlich, ja. Wir sind ja kein Feind vom Umschaltfußball. Ja. Natürlich sollen die das können, schnell umschalten. Ja, klar. Aber klar. Sie müssen halt auch Ballbesitzfußball können. Und was dann, finde ich, der Punkt ist, und das hast du mir gestern am Telefon so schön gesagt, Jugendfußball und Erwachsenenfußball sind zwei verschiedene Sportarten. Ja. Das muss man, finde ich, so ein bisschen im Kopf behalten. Und im Jugendfußball hat halt nur mal Umschalten nichts verloren. Da muss halt Ballbesitzfußball das Credo sein, weil du das erstmal lernen musst, weil du Fußball spielen erstmal lernen musst, um dann gut umschalten zu können. Weil wenn du nur umschalten kannst, kannst du kein Ballbesitzfußball. Aber wenn du Ballbesitzfußball kannst, dann kannst du auch umschalten, weil du geiler Fußballer bist. Domi Faul von uns hat es damals eigentlich so treffend gesagt. Wenn du später Umschaltfußball spielen willst, wie viele Situationen kriegst du dann, wo du aufs Tor läufst? Relativ wenige, richtig? Im Umschalten. Und die müssen aber dann technisch perfekt passen. Also was brauche ich dann dafür? Einen perfekt ausgebildeten Fußballer. Genau. Ja, so, und wir haben das ja jetzt im DFB auch so, was ich ja auch schon wieder so ein bisschen kritisiere. Jetzt verändert man die Dinge, ja, aber man springt jetzt von der einen Seite komplett auf die andere Seite. Man krempelt jetzt alles wieder komplett um. Also ich krempel jetzt von früher haben wir nur Taktik, nur brav, keine Kreativität, ja, konsequentes Spielen, geradliniges Fußballspielen, viel Taktik, ja, so Kreativität und Technik total erstickt. Ja? Und jetzt sage ich, okay, das ist jetzt nicht mehr erfolgsversprechend. Jetzt springe ich auf die andere Seite rum. Jetzt machen wir gar keine Taktik mehr. Machen wir gar nicht mehr zielstrebig. Jetzt sollen sie alle dribbeln. Wir spielen auch im Training nur noch. Also, wenn du eine gut funktionierende Firma hast, ja, jetzt nehmen wir mal den FC Bayern, der immer gut funktioniert hat. Ich hole mir doch jetzt nicht einen Trainer rein, der sagt, jetzt spiele ich Umschaltfußball. Oder? Haben sie gemacht. Gut, da kann man ja noch mit streiten, ob der nicht den Schritt in die andere Richtung gemacht hat. Aber das Problem ist immer, wenn du das, was du über Jahre lang sehr, sehr gut machst und erfolgreich ist, plötzlich, weil es nicht mehr Erfolg ist, komplett umkrempelst, wird es ja noch viel schlimmer. Weil die Leute, die das gelernt haben, mit Ballbesitzfußball zu spielen, jetzt in den Umschaltfußball rum müssen. Und das haben sie natürlich nicht verinnerlicht. Also dauert das eine relativ lange Zeit, bis das wieder erfolgreich wird. Also schlaue Unternehmen optimieren und passen sich permanent an. Und sagen, okay, da holen wir noch den Stürmer dazu, passen den Ballbesitz vielleicht an die moderne Zeit ein bisschen so an, aber du machst kleine Schritte immer Richtung Optimum. Du passt dich immer an. Also auch wenn du 2014 Weltmeister wirst mit Deutschland, musst du weiter überlegen, wie kann ich denn gegen tiefstehende Gegner weiter mich spezialisieren, welche Möglichkeiten, wie muss ich die Spieler auf den Flügeln ausbilden, dass die auch außen vorbeikommen, dass die Finden haben, welche Doppelpässe sie spielen, wo sie die weichen Bälle dann über die Abwehr reinspielen, wie komme ich hinter die Abwehr rein, und das muss ich doch dann spezialisieren und nicht plötzlich sagen, so, jetzt sind wir ausgeschieden, weil wir Ballbesitzfußball gespielt haben, weil der Gegner sich hinten reinzieht und wir nicht durchkommen. Jetzt gehen wir aus dem Thema raus und gehen jetzt, das macht jetzt keinen Sinn mehr, wir geben jetzt dem Gegner den Ball und geben mehr ins Umschalten. Das ist doch nur bekloppt. Ja, ich finde, eine verheerende Folge dessen kommt ja unten im Jugendbereich an. Ja. Wir haben gestern darüber geredet und das geht mir mittlerweile ganz genauso. Wenn du heute in irgendeinem Jugendfußballplatz im Amateurbereich schaust, und das ist ja die Basis, ja, so ist es nun mal, dann denkst du dir, das wird nicht besser, das wird immer schlimmer. Und ich kann es verstehen, weil natürlich die Jugendtrainer, die jetzt praktisch in einem Amateurclub eine D-Jugend trainieren, die sind ja keine fachausgebildeten Trainer, sondern das sind ja Amateurpapas, so in der Regel, oder Mamas. Und jetzt ist es so, die machen mal den Trainerschein oder besuchen mal beim Verband eine Fortbildung und hören sich was an, um so eine Idee zu bekommen, wie funktioniert ein Jugendtraining. Und dann hörst du halt das, dann hörst du zwei Jahre später das, dann hörst du das. Und genau diesen Eindruck habe ich gerade, wenn du da auf Fußballplätze rumschaust, es wird ja eher schlimmer und chaotischer von den Inhalten. Und dann sehe ich E- und D-Jugendmannschaften sich plötzlich 30 Minuten einlaufen ohne Ball in zwei Reihen wie vom Bundesligaspiel und danach 5 gegen 5 mit Leibchen Ballbesitz spielen. Dann gehe ich zum nächsten Verein, dann sehe ich nur passen, annehmen, klatschen. Dann gehe ich zum nächsten Verein und sehe plötzlich Hügelläufe mit der C-Jugend. Also es ist völlig wild, was passiert. Es ist überhaupt keine Linie drin. Und ich glaube, es liegt schon auch daran, dass eben das eben von heute so ist. Zwei Jahre später ist es so und irgendwann kennt sich keiner mehr aus. Und das, was du gerade schon gesagt hast, das beobachte ich jetzt gerade am häufigsten ist, plötzlich wird in den Vereinen, vor allem im Kleinfeldbereich, nur noch gespielt. Ich sehe nur noch Minitore, 4 Tore, 3 gegen 3, das Foninho, das sehe ich quasi zu 70% mittlerweile. Es gibt kein Training mehr im klassischen Sinn, es wird nur noch gespielt. Wir bauen also nur noch Tore auf und lassen spielen. Und dazwischen siehst du wieder einen, der lässt Hügelläufe machen. Also es ist halt nicht durchgedacht. Ja, also man denkt halt, ja, wir müssen den Bolzplatz wieder zurückholen. Dann wird der Bolzplatz interpretiert. Ja, das heißt, da haben die Kinder frei gespielt, da gab es keinen Trainer. Mhm. Richtig, und man hat einfach kreativ gekickt. Das, was die Leute aber nicht auf dem Schirm haben, ist,
Ich bin ein klassisches Bolzplatzkind. Ich war 40 Stunden die Woche auf dem Bolzplatz. Das heißt, nach der Schule, bevor ich ins Training gegangen bin, am Wochenende, vor dem Spiel, nach dem Spiel und dann am anderen Tag auch komplett. Und dann haben wir teilweise am Wochenende zwei Spiele spielen dürfen, auch noch im Verein. Also wir haben eine solche Fülle an Spielen gehabt, dass du natürlich dann über diese Masse der Zeit deine kreativen Lösungen findest. Das Problem ist heutzutage, ich sehe das ja bei meinem Sohn, die sind dann in der Schule und dann haben sie, keine Ahnung, an dem einen Tag Tennis, an dem anderen Tag haben sie Englisch und was weiß ich, die haben ja ständig irgendwas zu tun. Klar. Das heißt, die Möglichkeit, diese Zeit am Bolzplatz zu verbringen, die haben wir ja gar nicht. Also muss ich ihnen das Training, kann ich nicht nur spielen lassen, sondern ich muss ihnen ja diese kreativen Sachen zeigen, die Ideen, wo kann ich eine Finte reinhauen, wie komme ich aus dieser Lösung raus, wie kann ich Doppelpasswege öffnen, wie kann ich am besten schießen, dass der Ball da reinkommt. Das muss ich ihnen zeigen, damit sie in dieser kurzen Zeit, die sie haben, möglichst schnell an die Lösung kommen. Und das ist das Entscheidende. Also wir müssen das Training mit Inhalten voll machen und wir müssen ihnen die Details zeigen und natürlich müssen wir sie dann auch spielen lassen. Deswegen sagen wir, mit letzter halben Stunde ist immer Abschlussspiel und da will ich halt das von ihnen sehen, was ich ihnen jetzt gerade gezeigt habe. Aber das ist der richtige Weg und nicht sie einfach nur kicken lassen, weil die Kinder werden in dieser kurzen Zeit null ihre Lösungen finden. Die werden technisch so viele Sachen falsch machen, die kannst du gar nicht korrigieren. Und das ist jetzt meine Erfahrung gerade bei uns im Verein, wo die Fußballschulenphilosophie so ein bisschen breit gemacht hat durch Fortbildungen bei den Trainern und viele das cool finden und auch angewendet haben. Es entsteht dadurch jetzt tatsächlich wieder der Bolzplatz, dass sich die Jungs am Samstagnachmittag oder am Sonntag, wenn die erste Mannschaft spielt, parallel treffen und auf dem kleinen Feld einfach 10 gegen 10 kicken. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Und das sind alles Kinder, die diese MFS-Philosophie cool finden und dort quasi dann diese Tricks ausprobieren. Also das heißt, ich glaube, um einen Bolzplatz auch zu haben, brauchst du die unbedingte Leidenschaft in der wenigen freien Zeit, die sie haben, dass sie das in der freien Zeit auch tun. Ja. Also nur durch dieses permanente Techniktraining, haben wir letztes Mal schon gesprochen, bei mir in der Mannschaft höre ich immer wieder mal in der C-Jugend den Satz, nachdem wir 4-1 verloren haben, die sitzen in der Kabine und sagen beim Heimfahren im Bus, hast du gesehen, wie ich den Ronaldo ausgepackt habe? Das Ergebnis ist denen wurscht. Also natürlich ärgert sie es, aber sie feiern diesen Trick. Aber das tun wir Erwachsene, wenn du ein Spiel anguckst. Auch. Tust du das ja auch. Ja, genau. Also, du siehst YouTube und was, es sind alles voll, alle sozialen Kanäle sind voll mit den geilen Finden, die irgendein Spieler gemacht hat. Das ist das, was die Leidenschaft entfacht. Besondere Finden. Und wenn du den Kindern sagst, schon mal hier, hast du gesehen am Wochenende, was der so und so gemacht hat, was der Grealish da gemacht hat, und dann zeigst du dem, wie der das macht, und dann probiert er das selber aus. Das ist ja das, was den Spaß macht. Tore schießen, Tricks, 1 gegen 1, das ist das, was Spaß macht. Das muss ich ihnen an die Hand geben. Und der beste Trainer, sage ich immer, der gibt den Kindern die Möglichkeit, schnellstmöglich an die beste Wiederholung ranzukommen. Weil wir sagen ja, in der Sportwissenschaft sagt man, korrigiere mich, 5000 Wiederholungen, ob ich irgendeine Bewegung mit Ball wettkampfnah umsetzen kann, also unter Gegnerdruck. So, das heißt, ich muss in allen Elementen, alle 250 technischen Elemente, die wir in der MFS haben, mit Ballannahmen, Schusstechniken, Tricks, 5000 Wiederholungen brauche ich da davon. Ja, das haben wir. Und wenn ich natürlich ihnen das nicht zeige, sondern sie selbst erfinden lasse, fangen die mit der richtigen Wiederholung erst nach 4 Jahren an. Da kommt der natürlich da nicht hin. Ja. Also der beste Trainer sieht und sagt, schau, er macht das so, damit ist es schneller, sauberer und effektiver. Ja, ja, interessant. Ja. Jetzt sind wir von Guardiola. Genau. Ich mache das mal nochmal rund. Guardiola ist nämlich, finde ich, ein gutes Beispiel für, was du vorhin gesagt hast, dieses Weiterentwickeln der Idee und nicht komplett umschwenken auf eine neue Idee. Was ich da ein gutes Beispiel finde, ist immer der Torwart. Weil früher, wo er bei Barcelona war, hat sein Torwart immer flach rausgespielt. Da haben wir hinten alles kurz rausgespielt, alles flach. Und jetzt, wenn man sich anschaut, der Ederson, was der halt immer wieder für Flugbälle da übers Feld spielt. So vor allem so diagonal, auf die Außenverteidiger. Also früher war es auf den Sterling und so und jetzt auf den Grealish. Das ist halt, finde ich, so ein Unterschied, wo man sieht, er hat was verändert, weil er merkt, das funktioniert nicht mehr so, die Gegner stellen sich darauf ein, warum auch immer, ist ja auch eigentlich egal warum, aber man sieht, er hat es verändert und er entwickelt sich weiter, entwickelt seine Spielidee weiter. Und es ist trotzdem noch seine Spielidee. Genau. Es ist kein Wegschlagen oder kein... Es ist ein gezielter Flugball. Der gehört zum Beispiel Fußball dazu. Also man sagt ja immer, wenn der Innenverteidiger hinten gepresst wird und der muss das jetzt flach rausspielen, das geht ja nicht immer gut. Wenn der natürlich den Ball nach vorne auf den Stürmer sieht und er spielt den weich, sodass der Stürmer sich eingraben kann und den Ball sauber festmachen kann, weil er gezielt gespielt ist, dann ist das ein Element des Ballbesitzfußballs. Ja. Und zwar ganz sicher. Das wird ja immer verpönt, weil man sagt immer, Ballbesitzfußball ist nur Tiki-Taka, Pässe über 3 Meter. Ja. Nein, das ist totaler Schwachsinn. Mhm. Sondern gezielt Fußball spielen, das ist Ballbesitzfußball. Deswegen ist es ja auch so, zum Beispiel, Tiki-Taka ist ja in Spanien ein Schimpfwort. Also das ist ganz witzig, weil das weiß man in Deutschland oft nicht. Da wird Guardiola-Fußball heißt immer Tiki-Taka. Mhm. Aber Tiki-Taka in Spanien ist genau das, Ballbesitz ohne Sinn und Ziel. Das nennen die in Spanien Tiki-Taka. Das ist quasi so dieses Hin- und Herschieben und das ist eher abwertend.
Deswegen hat der Guardiola sich in Pressekonferenz auch immer gewehrt dagegen, wenn sie zu ihm gesagt haben, er spielt Tiki-Taka in Deutschland. Hat er gesagt, nein, in Deutschland würde man sagen, in Bayern würde man sagen, Chichimichi spielen. Der zählt Chichimichi spielen. Ja, 100 Pro. Das ist genau, ja, dieses, genau, dieses überhebliche Kurzpassspiel. Ist das ist das, was so bei Louis van Gaal dann zum Beispiel eine Zeit lang war. Da hatten sie ja dann viel Ballbesitz, aber haben sich nach vorne Sieg's gar nicht mehr durchsetzen können. Ja. Und das ist ja eben, was Guardiola halt nicht hat. Na. Was halt eben genau das Gegenteil eigentlich, viel Ballbesitz, aber eben mit Sinn und Ziel. Und oftmals sogar ja diese Bälle vom Ederson dann auf die offensiven Flügel, die dann Raum vor sich haben und dann marschieren können. Was ja, ja Wahnsinn ist, was aber nur durch gutes Verschieben, gutes Positionsspiel und dann eben diesen Ball im richtigen Moment funktioniert, was ja dann eben geplant ist. Das ist ja genauso geplant. Und daran sieht man, dass es sich weiterentwickelt und schon durchaus seine Idee immer wieder verfeinert und verbessert. Mega zum Anschauen. Also ich will echt gar nichts anderes mehr sehen. Bin sehr gespannt. Ja. Ich befürchte so ein bisschen, dass Inter Mailand genau das macht, was du gesagt hast, dass sie Mann gegen Mann spielen werden. Und da sind die Italiener natürlich ziemlich ekelhaft. Und dann ja, kannst du ihnen schon den Zahn dass vielleicht... Dass du auf dem Niveau einen krassen Gegner kriegst, ist eh klar. Und ja, dass sich einer von denen vielleicht im Gegenpressing, so ein krasser Fußball im Gegenpressing, auch in so einem starken Gegenpressing halt befreien kann und dann den Ball tief spielt, das ist ja nie ausgeschlossen. Aber ich glaube, so wie die gegen Real aufgetreten sind, so massiv... Da ist ja kein einziger Konter zugelassen worden. Der erste hat zwei Wahnsinn. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Mailänder das machen sollen. Also wenn ich die wäre, hätte ich jetzt schon Angst. Interessant ist übrigens, dass in jedem europäischen Finale eine italienische Mannschaft steht dieses Jahr. Die italienischen Mannschaften sind jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Sag das nicht zu laut, weil sonst fangen die Leute wieder mit Catenaccio an. Parken sie im Jugendfußball ihren Bus vorm Tor. José Mourinho, gell? Blenden wir das aus. Ja. Aber der Grund ist, weil die halt eine Sache... richtig, richtig gut machen und sich darauf konzentrieren und deshalb durchziehen. Das ist ja im Erwachsenenfußball durchaus legitim. Das tun sie und seit vielen, vielen Jahren. In Deutschland ist halt immer Schwimmen im Strom. Also mal so und deswegen geht da nichts voran. Oder wenig voran. Wenig voran. So, hast du noch ein Blumensträußchen? Zwei Themen hätte ich noch da. Schauen wir mal, wie wir sie hinbekommen. Wenn wir den Faktor da haben, wollte ich fragen, was wir schon mal besprochen haben. Es ging ums Funinho. Wir hatten schon mal eine eigene Folge drüber. Mhm. Und da haben wir also kurz zusammengefasst, sinngemäß nochmal gesagt, dass wir jetzt keine klassischen Gegner des Funinho sind, dass wir aber sagen, das 3 gegen 3 für so Zwerge auf 4 Tore ist schon auch eine taktisch anspruchsvolle Spielform. Also das ist auch für gut ausgebildete Spieler nicht so ohne. Ja. Und dass es immer eigentlich ein Problem, du hast eigentlich ein Hauptproblem bei der Spielform, finden wir, nämlich jeder Spieler wird eigentlich gezwungen, immer sofort nach vorne zu denken, was ja vielleicht auch gewollt ist, aber und wenn wir jetzt wieder nach vorne zu kommen, oder gesprochen haben, Ballbesitz, Fußball etc., du hast diesen Drucklöser nicht nach hinten. Du kannst also nicht mit Wänden mal abdrehen, sondern bist eigentlich immer gezwungen, ins Offensive 1 gegen 1 zu gehen. Und was ist, wenn das nicht geht? So, unabhängig von taktischen Aspekten, Spiel breit machen, der eine setzt sich ab oder was auch immer. Und da hast du mir jetzt erzählt, das fand ich ganz interessant, du machst jetzt eher durch Zufall auch, weil dein Sohn Fußball spielt auch, hast du da so ein bisschen die Mannschaft mit übernommen. Am Wochenende mache ich. Und coach die Spiele. Also ich coache die Spiele der Kinder, die sonst weniger spielen würden. Da mache ich Spiele aus und dann helfe ich denen, dass die halt kicken und Spaß haben. Und dann machst du einfach Freundschaftsspiele aus, oder? Ja. Und spielst dann welches System? Ich spiele eigentlich, wenn ich ehrlich bin, immer im 3+1 oder im 4+1. Also je nachdem, wie viele Kinder es sind. Wir schauen halt immer, dass wir so viele Spielfelder machen, dass alle spielen. Das aber machst optimal, du mit dem Gegner immer aus dann vorher? Genau. Also du rufst ihn an, sagst, hey, ich würde gerne spielen, ich würde gerne im... Genau, ich würde gerne spielen, wie viele Kinder hast denn du? Und dann schauen wir, wie viele Kinder habe ich. Und einmal hatten wir auch, glaube ich, zusammen 20 Kinder. Und dann machen wir halt 4 Mannschaften im 4+1 gegeinander. So, und, also zwei Spielfelder, 4+1 gegen 4+1, 4+1. Also insgesamt 20 Kinder. Und spielen dann ein Turnier untereinander, können alle Kinder spielen, es gibt keine Ersatzbank. Also eins möchte ich vorab weg sagen, ist, dass die Grundidee von diesem 6+1 wegzugehen, die finde ich ja super. Mhm. Weil im 6+1 kriegen die Kinder natürlich deutlich weniger Ballkontakte als im 3 gegen 3. Prinzipiell muss man auch aufpassen mit der Definition von Funinho, weil Funinho sieht ja viele unterschiedliche Spielformen vor. Also wenn man sich das genauer anschaut, ist da auch ein 3+1, ein 4+1 mit drinnen. Bloß so, wie es jetzt interpretiert wird, nämlich dass viel in diesem 3 gegen 3 gespielt wird, ist ja ein Teil des Funinhos, das sehe ich halt als generelle Marschroute, sehe ich das nicht gut. Ich finde halt, zum Fußballspielen lernen muss man versuchen, es den Kindern möglichst einfach zu machen. Das heißt, dass ich eben diese Drucklöser nach hinten habe. Und ich bringe den Kindern dann schon auch bei, wenn nach vorne 5 Leute auf mich zu, die Kinder, was sie machen, die kriegen den Ball und drehen sich in 28 Leute rein. Und verlieren immer den Ball. So. Und dass der Junge lernt, praktisch nach vorne zu gucken, oh, da sind 2, 3, die kommen. Jetzt drehe ich ab, ich rufe dann nach Hause. Dann dreht er sich um, spielt zum Tor und wir wechseln auf die andere Seite rüber.
Und dann sage ich denen immer, macht breit und so, dafür sorge ich, dass wir eine Spielverlagerung drin haben. Mhm. Beim 3 gegen 3 auf 4 Tore wollen sie ja eigentlich, dass du praktisch, wenn die eine Seite zu ist, auf die andere Seite rüberspielst. Das kann ich aber als Trainer durch Zurufen, kann ich das ja reinbringen, dass sie die Spielseite verlagern. Ich finde diese Mini-Tore blöd, weil es den Kindern keinen Spaß macht. Also wenn du mit den Kindern redest, über Tore schießen. Wo fallen viele Tore? Auf große Tore. Ja? Also habe ich nicht in dem E-Jugend-Tore und spiele 4 plus 1 gegen 4 plus 1. Und da schießt jedes Kind sein Tor. Und wenn ich das mit meinem gegnerischen Trainer auch noch gut steuere, dann geht das Spiel nicht 7-1 aus, sondern wir spielen immer nur 6-7 Minuten das Spiel oder 8 Minuten. Dann geht das Spiel halt mal 2-1 in die Richtung aus oder 4-3. Und wenn ich merke, dass wir zu stark sind, gewinnen, dann nehme ich einfach einen Spieler bei mir aus. Es kriegt kein Elternteil mit, es kriegen die Kinder nicht mit. Und selbst wenn, lasse ich das so, bis das Ergebnis sich sozusagen wieder egalisiert. Und damit haben wir eine super schöne Lernatmosphäre. Du hast keinen Stress, weil es gibt mehrere Spielfelder. Und wir versuchen nicht, das Ergebnis irgendwie auf 15-2 hochzuschrauben, weil wir jetzt eine Stunde lang spielen. Und feierst dich dafür auf Instagram. Ja, genau. Oder auch im Fernsehen, gibt es ja alles. Aber deswegen bin ich kein Freund davon zu sagen, wir spielen generell im 3 gegen 3. Sondern ich finde, man sollte den Trainern empfehlen, zum Beispiel im 3 plus 1, das soll die Standardform sein. Und trotzdem könnt ihr euch am Wochenende verabreden und auch mal 3 gegen 3 spielen. Ja, genau. Weil das 3 gegen 3 hat ja auch seine absolute Berechtigung. Weil jetzt zwinge ich zum Beispiel, wir haben in der MFS dann das Problem, wenn du dem jetzt oft beibringst, dass er umdreht, dass er nur noch umdreht, obwohl er auch nach vorne kann. Mhm. So, und dann ist es natürlich immer schön, wenn du mal diese 3 gegen 3 Spielform haben, wenn sie technisch schon ein bisschen besser sind und ein paar finden können, weil dann können sie nämlich die Richtung schnell wechseln, können Doppelpässe spielen, können die Spielform und haben nicht den Drucklöser, den nimmst du ihnen dann praktisch absichtlich weg. Aber wie ich es ja schon gerade gesagt habe, dazu muss ich ja technisch schon ein bisschen was drauf haben. Zumindest muss ich mal eine Schussfinte hinkriegen, damit ich den Passweg überhaupt öffnen kann, damit ich einen Doppelpass spielen kann. Ja, und wenn ich die technischen Fähigkeiten nicht habe, habe ich ja keine Lösung, dann verliere ich immer den Ball. Das ist jetzt immer auch meine erste Beobachtung. Also ich weiß, dass das Funinho von den Jugendtrainern eher positiv betrachtet wird. Also die sind... Es ist unterschiedlich. Ja, aber ich kenne viele, die finden es auch gut. Ich glaube, das rührt aber auch daher, dass eben quasi diese 17-1-Ergebnisse nicht mehr entstehen und die Trainer spüren diesen Leistungsdruck erstmal nicht mehr für sich selber. Genau, es verschwimmt so ein bisschen. Also Turnierform, es ist mehr so eine entspannte Atmosphäre, das finden die Trainer ganz angenehm sozusagen. Was mir jetzt aber eben aufgefallen ist, wenn ich so Funinho-Turniere beobachtet habe, gerade wenn sehr junge Spieler da sind, so 6-Jährige, 7-Jährige, die das erste Mal spielen, dann hast du den klassischen Knäuel, der bleibt und am Ende wuchtet sich halt doch wieder der körperlich Stärkste durch. Ja, es wird dann doch wieder ein Gerumpel. Weil das eben genau das ist, was du dann sagst, also es fehlt noch die technische Basisausbildung, klar, die ist jetzt vielleicht auch noch nicht so in der Länge, kann die noch gar nicht da sein, aber es fehlt eben auch draußen eben einer, der dann mal sagt, spiel mal zum Torwart, spiel heim und irgendwelche Themen, die du schon mal im Training unter der Woche probiert hast. So ist ja genau das, was ich vorher schon gesagt habe, jetzt ist es eben so, im Training wird auch nur 3 gegen 3 gespielt, auf 2 Spielfelder und dann am Wochenende wieder. Und da bleibt dieses für relativ lange Zeit, Stichwort Wiederholungszahlen, dieses Gerumpel. Also du verlierst schon wieder mal 3-4 Monate. Aber du siehst ja da, das ist genauso mit diesen Hallenregeln, wo man den Ball nicht über die Mittellinie werfen darf. Ja, und der Gegner stellt dich dann vorne presst zu und so Zeug. Also am Ende entscheiden ja sowieso immer die Trainer, wie das Spiel abläuft. Ich finde, du solltest halt die Grundideen, wie was wir im Verband ja gut gemacht haben, 3 gegen 3 ist deutlich besser als 7 gegen 7. Das ist mal außer Frage. Ja? So, aber ich finde, diese Mini-Tore, die du links und rechts hast, mit dem Gedanken, dass sie die Spielverlagerung machen, das kann doch der Trainer dafür sorgen, dass sie die Spielverlagerung machen, indem er sagt, umdrehen zum Torwartspiel, macht breit, das ist natürlich Arbeit, ja klar, ja, aber das wäre es ja so oder so, ja, und ich finde halt den Spaßgedanken, wir müssen doch die Kinder, das haben wir immer gesagt, unsere Hauptaufgabe als Trainer ist, also sagen wir mal, 98% aller Kinder, die Fußball spielen, werden nicht Fußballprofi oder mehr, ja, wahrscheinlich so, was viel mehr, ist denn unsere Hauptaufgabe als Trainer? Sie von dem Sport zu begeistern, warum? Ist das toll, weil es ein Mannschaftssport ist, also erstmal ist Bewegung gesund auf Dauer, die meisten spielen dann ein Leben lang Fußball, und haben ihre Freunde da. Also die entscheidenden Faktoren sind Spaß, Freude, Begeisterung, Gesundheit und soziales Miteinander. Jetzt mal abgesehen von dem ganzen Inhalt, den wir kennen. Das ist doch das Wichtigste. Ja. Und wie erreichen wir das? Indem wir die Spiele so machen, dass maximale Freude drin ist. Ja? Mhm. So, also viele Tore schießen, große Tore. Ja? Nicht so viele Kinder, da haben die Kinder oft den Ball, sind sie nicht traurig. Und keine Ersatzbank, alle Kinder spielen und am besten eine Lernatmosphäre außenrum, wo nicht die Eltern draußen hängen und oh, jetzt müssen wir mal gewinnen und halt und ja, das spürst du ja, das Knistern. Also wir haben unsere Trainer, die sind dann stark angemeldet worden vom Verein, die haben jedes Wochenende haben die einen richtigen Leistungsdruck. Also die gehen auf den Platz und die Trainer sagen auch zu mir, ich weiß gar nicht, wir wollen ja flacher öffnen. Aber dass du jedes Mal Angst hast, dass du ein Gegentor kriegst. Weil wenn du 1 kriegst, kriegst du 5, dann verlierst du das Spiel 5-0. Der Leistungsdruck ist von der ersten Minute da. Und den Leistungsdruck setzt du jetzt Kindern aus. Die können ja technisch noch wirklich wenig.
Die haben noch keinen Überblick über das Spiel, die können sich noch nicht gut bewegen, die können mit dem Ball noch nicht gut umgehen und denen, die setzt sich dem vollen Druck aus. Das macht keinen Sinn und das nimmt die Freude und das nimmt auch den Spaß an dem Spiel. Die Kinder wollen ja eh von sich aus gewinnen. Also auch wenn ich mit meinen Jungs spiele, die reden die ganze Zeit vom Gewinnen. Aber ja, ich mache die Regeln, die Spaß machen und sorge dafür, dass wir mal gewinnen und dass es mal knapp wird und so. Ja, ich muss die Atmosphäre schaffen, damit sich Menschen in diesem Sport wohlfühlen und begeistert sind von dem Sport. Das ist meine Hauptaufgabe. Und nicht, ob wir den Gegner wegbügeln und ob wir 3-3 spielen oder irgendwas. Mhm. Ja? Also ich glaube auch, weil Funinho kommt immer wieder, also das, man merkt schon, dass das ein Thema ist, das die Leute beschäftigt, auch im Podcast, auch bei den Kommentaren, es ist fast immer was zu Funinho dabei. Die suchen selber so. Also es ist was, wo sich die Leute dran reiben und irgendwie ja, unsicher sind, will ich jetzt gar nicht sagen. Ich fand es ganz spannend, weil ich wollte jetzt so ein bisschen den Funinho-Anwalt spielen gerade, so dir gegenüber. Nur du hast im Prinzip jetzt eigentlich schon fast alles entkräftet, letzten Endes, was ich sagen wollte, weil es gibt ja, wie du gesagt hast, es gibt schon durchaus positive Aspekte von Funinho. Natürlich. Witzigerweise, das war was ich nicht wusste. Genau, ich wollte gerade sagen, das wusste ich nicht, dass Funinho nicht 3-3 auf 4 Minitore ist. Ich dachte, das ist ganz Funinho. Funinho heißt nur wenig Kinder und ein Ball. Und dann gibt es viele unterschiedliche Formen. Ich, erstens, das ist schon mal total spannend. Das kannst du stark variieren, rein theoretisch. Ja. Und dann halt, ich meine, solche Dinge. Ich habe einen Jugendleiter in einem Verein, wo wir jetzt das erste Mal in einem Camp waren, der ist Riesenfan von Funinho, also von diesen 3-3 mit 4 Minitoren. Der macht da ganz viele Events und so, also der ist unfassbar engagiert, was ich überragend finde. Was für die Kinder schon mal super ist. Mega cool, der organisiert da, der hat zig so Pop-Up-Minitore gekauft, die richtig guten auch. Ich finde nämlich, das ist auch so ein Unterschied, ich finde, auf die macht es dann auch Spaß, ein bisschen mehr Spaß zu schießen, als auf so ganz lapprige Dinger, die dann am besten noch so umfallen oder so. Das macht dann keinen Bock. Aber die sind halt so klein, ja. Also ja, halt, und er sagt halt dann, er hat da dann so ein Event, die heißen ja dann Events oder ich glaube Events heißen die dann, 200 Kinder am Platz und dann fragt er am Ende, und wer hat alles ein Tor geschossen? Und dann gehen von 200 Händen 196 hoch und alle haben Spaß und Freude und es ist kein Druck da und so weiter. Und das sind ja Dinge, ja mega cool. Ja, mega cool. Super. Ja. Aber du hast natürlich recht, es macht den Kindern mehr Spaß, auf große Tore zu schießen. Auch, der Torwart-Aspekt ist ja komplett weg. Also mein Kleiner zum Beispiel, der ist total begeistert von Torwartspiel. Also er will drinnen und draußen spielen. Und in dem Foligno kann er nicht ins Tor. So, und so kann ich ihn wechseln. Ich frage die Kinder immer so nach 10 Minuten, wenn wir spielen, unterbrechen, sagen, und wer will jetzt ins Tor? Und dann meldet sich einer und sagt, ja, gehst du ins Tor? Ja. Und dann schmeißen die sich rum und fliegen den Ball hinterher, wie wir als kleine Kinder ja auch. Klar, ich fand das Torwartspiel auch super. Ich konnte nur nach links mich hechten und nach rechts hätte ich die Hüfte gebrochen. Ja? Aber wenn der Ball nach links kam, habe ich eben gesehen, was ich für eine tolle Parade gemacht habe. Ja. Und wie du ja siehst, das begeistert mich von dem Sport. Und die Begeisterung nehme ich halt raus, wenn ich dem Kind nicht mehr die Möglichkeit gebe, Torwart zu sein. Und auch diese Tore zu schießen. Also der Henry schießt am jedem Wochenende 3-4 Tore und freut sich, geht nach Hause und hat viel Tore geschossen. Der checkt ja gar nicht, dass die anderen auch 7-8 geschossen haben. Ja? So, der ist einfach happy, weil er aufs Tor schießen kann. Und bei dem 3-3 kannst du natürlich auch mal 0-0 ausgehen nach 20 Minuten. Darf man auch nicht vergessen. Also du spielst dann 3+1 auf normale F-Jugendtore. Genau, also aber natürlich nicht diese Länge. Ja? Also ein kurzes Spielfeld, das halt für die Altersgruppe angemessen. Und auch da muss man aufpassen, lieber das Spielfeld ein bisschen zu groß halten, weil damit sie mehr Zeit haben am Ball. Ja. Weil wenn du das zu klein machst, ist natürlich wieder der Druck zu groß, dann verlierst du den Ball zu schnell, dann kriegst du zu schnell Gegentore. Also das muss man halt auch so ein Gespür dafür bekommen. Ja. Und je technisch besser sie werden und je schwächer der Gegner ist, desto kleiner kann ich das Spielfeld machen. Je stärker der Gegner ist und je schwächer ich im Fußballspiel bin, desto größer soll ich das Spielfeld machen, damit ich am Ball mehr Zeit bekomme. Also das heißt eigentlich, das ist die wichtigste Message ist doch eigentlich dahinter, sind wir wieder bei diesem Schwarz-Weiß-Denken. Also es ist praktisch dieses 3-3 eingeführt worden, auf 4 Tore, fertig, aus. Und dann wird ja auch die Größe vorgeschrieben, glaube ich. Ja, also es sind auf dem Platz, wo ich war, wo ich das Camp hatte, da, das ist markiert auch, die haben so Markierungen drin für die Funinho-Spielfelder. Also es ist dann wieder vorgegeben, ne? Also das heißt, man bräuchte eigentlich die Empfehlung sozusagen, bis zum gewissen Altersbereich spielen wir das. Also spielen wir dieses Funinho in seinen Varianten, aber volle Flexibilität, mal mit Torwart, mal ohne Torwart, mal 4 Tore, aber häufiger die E-Jugendtore, Spielfeld größer machen, das könnt ihr selber machen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu eng, wie bei jeder Spielform auch, die du im Training machst und du merkst, das geht erstmal nicht, dann machst du es weiter. Muss man den Trainern aber vorher sagen, welche Spielform für was sinnvoll ist? Also sagt ihr, die Trainer müssen dann aber auch schon wissen, dass zum Beispiel das, was jetzt gespielt wird, halt dafür da ist, 1-gegen-1-Situation nach vorne zu lösen. Dass wenn ich Überzahlsituationen schaffen möchte, dass ich dann mit Torwart spielen. Ich weiß nicht, ob das nicht in der Kommunikation dann so schwierig ist. Also ich fände den besten Weg, indem man sagt, wir nehmen jetzt dieses 3+1 und 4+1 als,
als Marschroute und sagen, das soll zu 50% gespielt werden. Ja. Und die letzten 50% könnt ihr aufteilen in 3 gegen 3 oder in 4 gegen 4 oder in 2 gegen 2. Ich meine, wenn du nachdenkst, machen wir das in der Fußballschule schon immer. Wir haben immer gesagt, wir spielen nie mehr als 5 gegen 5. Ja. So, das heißt, auch im Training, wir machen ja auch im Training, machst du mal eine 2 gegen 2 Champions League oder eine 3 gegen 3 Champions League. Das heißt, das tun wir schon seit Ewigkeiten. Ja, so, du musst ihnen halt verbieten, im 7 gegen 7 zu spielen, weil das nicht zielführend ist. Also spielt ihr überwiegend im 3 plus 1 und 4 plus 1 mit dem Torwart auf große Tore. Das würde ich jetzt als feste Marschroute vorgeben. Wenn ihr keine großen Tore habt, dann nehmt kleine zur Verfügung. Das ist halt nun mal so. Ja, aber nicht jeder Verein hat 700 Tore. Aber ich glaube, man kann sich zeitlich ganz gut organisieren. In Solln, ich glaube, die haben 27 Jugendmannschaften. Das ist eh, glaube ich, das Krasseste, was es gibt. Da stehen E-Jugendtore ohne Ende rum. Also ich kann immer mit 4 E-Jugendtoren spielen. Immer. Weil ich nehme halt den zeitlichen Slot, wo ich da die Verfügung habe, die Tore zur Verfügung habe. Das kann ich immer durchziehen und das gebe ich als Grundmarschroute vor, sagt 60% machen Sinn und sonst sollt ihr noch 3 gegen 3 Fonino-Turniere ausmachen für die restlichen 40%. Dann habe ich eine Marschroute, die vernünftig ist, gebe den Trainern aber immer noch eine Freiheit zu variieren und ich finde eh das Schönste, diese Ligen, davon halte ich ja eh überhaupt gar nichts. Also wir haben eine super Gruppe, so eine 2015er Jahrgangsgruppe in München. Da schreibst du rein und sagst, ich suche für den so und so, suche ich Gegner auf einer Skala von 0 bis 10 auf 5, mittelschwach oder schwach, ja, und dann lade ich mir die ein, frag die, wie viele Spieler hast du, organisiert es immer so, dass alle Kinder spielen, keine Ersatzbank, ja, so, dann spielen alle Kinder am Wochenende, alle Kinder sind glücklich, alle Eltern sind glücklich, tauscht die dann auch durcheinander und wenn die Trainer sich jetzt noch verabreden und sagen, pass auf, für unsere Kids ist es cool, dass das Spiel 5-5 ausgeht oder mal 6-5, ja, lass uns das mal gemeinsam so organisieren, dass das passiert. Ja, nimm du deinen Stürmer raus, stell ihn als Torwart rein oder nimm den Stürmer mal raus und steck ihn mal in die andere Mannschaft rein oder erlaub deinem, ich habe zum Beispiel einen Stürmer dabei gehabt von den körperlich Stärkeren, der wollte unbedingt mitspielen, dann habe ich dem gesagt, pass auf, du darfst keine Tore schießen. Ja, dann musste ich dem den Spaß rausnehmen, ja, damit die anderen Spaß haben können. Ja, aber dann ist mir der Spaß der anderen halt wichtiger, bevor ich die dann 12-0 wegbügle und er hat 8 Tore auf dem Konto. Oder man kann dem ja auch mal Aufgaben geben. Genau, du darfst ein Tor schießen, muss dann Tricks machen oder er ist Torwart, also da gibt es ja dann viele Lösungen, ja. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wie ich schon gesagt habe, die Begeisterung des Fußballs muss an erster Stelle sein. Das muss Spaß machen, also auf E-Jugendtore, wo Tore passieren, wo man auch als Torwart durch die Gegend fliegen kann, nicht zu viele Spieler anzahlen und Lernatmosphäre schaffen, diese Stressatmosphäre rausnehmen. Die Kinder wollen ja eh gewinnen. Man muss eins nochmal weiterführend sagen, weil es wird natürlich jetzt, das sehe ich jetzt schon, freue ich mich schon drauf. Es werden viele Kommentare jetzt kommen, die sagen, wie du jetzt dein Stärkster da, das ist ja ein Schmarrn. Also wie soll denn der das dann lernen? Also der muss ja sich, darf der jetzt nicht. Oder da wird kommen, ja wie 7 gegen 7, das haben wir schon immer gespielt und das war ja super. Also wieso soll das heute nicht mehr sein? Das wird kommen. Eins muss man, glaube ich mal, an der Stelle unbedingt sagen, es gibt einen Grund, warum in der C-Jugend so viele Vereine Probleme haben, plötzlich 11 Spieler aufs Feld zu bekommen. Wenn Vereine wie Solln mit 27 Jugendmannschaften und 8 E-Jugendmannschaften plötzlich in der B-Jugend nur noch eine Mannschaft übrig haben. Weiß ich nicht, ob das auf Solln jetzt zutrifft, ja, aber das hast du sehr, sehr häufig. Ja. Also dass bei uns ist es draußen so, der ruhmreiche MTV Berg, der hat keine B- und A-Jugend mehr, der muss Spielmannschaften eingehen. Gut, die haben es natürlich aus, weil sie auch generell im Umland zu wenig Kinder haben, aber es liegt natürlich auch an der Begeisterung. Naja, das stimmt ja so nicht. Wenn du vier E-Jugendmannschaften hast, dann musst du doch eigentlich da mindestens eine B-Jugend drauf. Darauf will ich doch gerade hinaus. Das stimmt ja so nicht, weil selbst wir am Dorf oder in Berg, die haben ja alle 2 bis 3 E-Jugendmannschaften und sie haben einen Fußballkindergarten mit 30 Kindern. Ja. Also wo sind die plötzlich hin, dass nur noch 7 übrig geblieben sind? Wenn es dann in der C-Jugend 13 sind oder 14. Werden natürlich, was klar ist, je älter sie werden, desto spannender werden andere Dinge. Die haben wir ja, wie Handy und was weiß ich. Und wenn du es dann nicht als Trainer und Verein schaffst, eine Gemeinschaft zusammenzuschweißen, die gemeinsam Dinge erlebt, die sich gemeinsam weiterentwickelt und die einen Trainer haben, der für die Begeisterung sorgt. Ja, genau. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Unser wichtigstes Mittel ist, wir müssen die Kinder begeistern für diesen Sport. Und wenn ich sie begeistern will, dann muss ich ihn finden, zeigen, ich muss ihnen Tricks zeigen, ich muss schauen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die zusammenhält, die vielleicht gemeinsam Fahrten macht, die gemeinsam durch dick und dünn geht, wo die Eltern außenrum vielleicht auch eine Gemeinschaft bilden und dass sie dann eben ein Leben lang mit ihren Spezien zusammen Fußball spielen, weil dann bleiben sie gesund und sind gut eingeladen. Ja, die Knockout-Quoten bleiben natürlich erhalten, aber sie werden kleiner. Und, das war bei mir zum Beispiel so, natürlich, wenn du in die Pubertät kommst und jetzt noch heute in der heutigen Gesellschaft andere Interessen eine große Rolle spielen, dann überlegst du und zweifelst mal kurz an dem, was du da tust. Und dann habe ich zum Beispiel für 4 Wochen in der Erziehung des Fußballspielen einfach aufgehört. Bin aber nach 4 Wochen wiedergekommen, weil mir diese Leidenschaft so gefehlt hat. Ja. Also das heißt eben, es ist, darauf wollte ich ja hinaus, also man eben sagt, es ist eben so wichtig,
das zu hinterfragen und nicht zu sagen, ja, 7 gegen 7 war immer super. Es muss einen Grund geben, damit viele einfach diesen Fußballsport irgendwann in den Rücken kehren, und zwar in einer viel zu großen Zahl. Ja. Und die Ersatzbank spielt eine Riesenrolle? Da ist noch ein Thema drauf, aber das werden wir heute nicht mehr hinbekommen, Stichwort Ersatzbank. Aber es muss eben wirklich diese Leidenschaft, Begeisterung in jungen Jahren gelegt werden, sodass die nie wieder verloren geht und sodass die diesen Fußballsport einfach in der großen Zahl im Verein erhalten bleiben. Ich meine, du musst dir überlegen, jetzt so Vereine, die leistungsorientierter denken, sag ich jetzt mal in Augsburg, TSV Schwaben Augsburg oder Stetzling oder so, und so weiter und so fort. Es gibt ja in München auch diverse. Ja. Die haben ja meistens F-Jugend, E-Jugend, sind das alles Kinder, die aus der Gegend kommen. Die kommen halt so, wie es in anderen Vereinen sind, die kommen her und spielen damit. Mhm. In der C-Jugend spätestens ist es nicht mehr so. Da haben die dann Probetrainings und Leistungskader und hast du nicht. Und da musst du dich doch eigentlich fragen, warum habe ich 3 E-Jugendmannschaften, aber selbst wenn ich noch eine C-Jugend habe, wie viele von diesen C-Jugendspielern sind denn aus meiner eigenen Jugend? Das muss ich mich doch, finde ich, auch als so ein Verein fragen. Nicht nur in den Bundesliga-Vereinen, sondern auch als so ein Verein muss ich mich doch fragen, warum sind aus meiner C-Jugend, wo jetzt 18 Kinder drin sind, warum sind da 8 von außerhalb und nur noch 10 Stück aus meiner eigenen Mannschaft, aus meiner eigenen Jugend? Gut, das ist natürlich das leistungsorientierte Denken. Du wirst natürlich, wenn du die beste Mannschaft haben willst, kommst du ja an Selektionen und sowas nicht vorbei. Und ich muss ja auch sagen, dass ich jetzt mal prinzipiell den Gedanken der Leistungsorientierung ab einem gewissen Alter ja nicht so schlecht finde. Also wenn jetzt die gut ausgebildet sind, können gut kicken, die sind alle in der Pubertät, dann sollen sie doch gerne versuchen, bestmöglich in der bestmöglichen Mannschaft zu spielen. Damit habe ich jetzt im Prinzip kein Problem. Ich finde, dass die Vereine generell eine Verantwortung ihrer eigenen Kinder gegenüber haben. Das heißt, sie müssten dann eine Leistungsmannschaft haben und eine Mannschaft daneben, die nicht leistungsorientiert ist, wo die Kinder praktisch aufgefangen werden, die immer schon im Verein waren. Und die dürfen aber nicht stiefmütterlich behandelt werden, sondern die müssen natürlich, da muss man die Begeisterung weiter am Start halten. Also ich finde, man braucht immer eine normale Mannschaft und eine leistungsorientierte Mannschaft. Weil ich würde die Leute ja nicht aufhalten wollen, die Gas geben wollen. Also ich hatte ja selber auch immer den Spaß daran, höchstklassig Fußball zu spielen und wollte schauen, wie weit kann ich kommen. Ich finde den Gedanken ja nicht verwerflich. Aber ich finde es in dem Moment nicht gut, wenn du praktisch deine einheimischen eigenen Kinder vergraulst, nur weil du von außen welche holst, damit du die Liga hältst. Das finde ich halt schade. Und vor allem, wenn du sie schon in der F-Jugend verkaufst. Genau, und wir müssen schauen, dass diese Dropout-Quoten, deswegen bin ich ja, oder da kann man schon das nächste Thema aufmachen, deswegen bin ich auf den Verband ja auch sauer, weil diese ganze Selektion, die da stattfindet, mit diesem ganzen Scouting hier in München, ja, wir wissen, dass die Kinder, die frühzeitig gescoutet werden von den NLZs, ja, dass da riesige Dropout-Quoten sind. Also die sind weit über 50% drüber. Also die Kinder, die dort reingehen, fliegen mit, ich sage jetzt mal, das muss ich jetzt aufpassen, weil ich die Zahlen nicht genau kenne, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fliegen die raus. Und das ist ja kein Problem. 30% das, jedes Jahr. Jedes Jahr, also sind wir, glaube ich, auf dem Weg. Lass es ja, über 70%, lass es mal über 70% sein. Jahr, ja, lass es über 75% sein. Und das ist auch noch nicht so schlimm, dass die da rausfallen. Das Schlimmste ist, dass von diesen 75%, die rausfallen, und überleg mal die Masse an Kindern, die da rausfliegt, davon hören so viele auf, weil die nicht mehr in den Heimatverein zurückgehen können, weil sie eine Scham empfinden, weil ihr höchstes Ziel, nämlich Fußballprofi oder was, sich von jetzt auf gleich abgeschnitten wurde, die hören zum Kicken auf. Und das ist ein Problem. Und da müsste der Verband intervenieren und muss Regeln auch schaffen, welche Kinder wohin gehen dürfen, wie oft sie wechseln dürfen und was weiß ich. Ich weiß nicht genau, wie man das umsetzen kann, muss mich Gedanken drüber machen. Diese Dropout-Quoten müssen wir verhindern, weil es sind Menschen, die nicht mehr von dem Sport begeistert sind, die nicht mehr Fußball spielen, die nicht mehr in dieses soziale Gefüge eingebettet sind. Das ist ein Riesenproblem. Ja, und ich glaube, man muss unbedingt auch eine Sensibilität auch hier wieder schaffen bei den Eltern. Und da ist eigentlich auch der Verband gefragt, eine Art Ausbildung für so eine Eltern anzubieten, die darauf vorbereiten, dass man auch dort rausfliegen kann. Und was dann ist? Wie geht man da mit der Situation um? Also wie häufig, heute Morgen bin ich um 8 Uhr angerufen worden von einem Vater, sein Sohn ist aus einem NLZ-Kader jetzt gestrichen worden mit 11 Jahren. Der Sohn weiß es noch nicht. Dann sage ich so, wieso weiß er das noch nicht? Gab es da kein gemeinsames Gespräch? Also da siehst du, was da los ist. Und wie erkläre ich es jetzt meinem Sohn sozusagen? Die werden da überhaupt nicht vorbereitet. Und dann habe ich ihn gefragt, was war denn die Begründung? Achtung, da kriege ich einen Brief. Also es ist total irre, was da passiert. Das ist völlig irre. Also das hat riesen Aspekte hat das. Da gibt's ja, das ist ja noch schlimmer, also schlimm genug, dass sie nicht mehr Fußball spielen, aber jetzt ist ja noch schlimmer, da gibt es ja diese Studie aus Köln, glaube ich, von der Uni in Köln, dass von denen, die rausfliegen, 50%, glaube ich, psychische Probleme in Anführungszeichen haben. Also mehr oder weniger schlimm, aber zumindest einen psychischen Knacks irgendwie psychisch mitgenommen sind davon und da in psychische Behandlung, glaube ich, sogar. Deswegen sage ich als Elternteil, es ist eine schwerwiegende Entscheidung. So und ich lebe in diesem Umfeld permanent. Ja, ich würde für meinen Sohn
nicht wollen, dass er jetzt eine leistungsorientierte Mannschaft geht. Ich würde es wahrscheinlich auch später auch nicht wollen, weil mein einziges Ziel ist, dass der Junge Spaß hat im Fußball, weil er es dann ein Leben lang tut und weil er da seine Freunde hat. Das ist das Wichtigste, was wir im Leben überhaupt haben, ist die Gesundheit durch Bewegung und in der Gruppe. Das ist das, was den Menschen gesund hält. Ich würde mir sehr, 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 sehr genau überlegen, ob ich das riskiere, um den Jungen jetzt vielleicht auszutesten, ob er in der U11 bis zu U19 und TSV 1860 oder bei irgendeinem anderen in Zentrum leben kann. Das macht doch keinen Sinn. Ja, so, das kann ja so sein, dass er mit 16... Wenn der Junge das unbedingt will mit 16, 17, ja, dann würde ich ihn aber trotzdem erklären, was da alles passiert und wie das abläuft und ja. Ja, aber das meine ich ja. Also du musst, also wenn er mit 16 natürlich sagt oder mit 15, also ich glaube, der Zeitpunkt, dass man, wenn man das Talent hat und wenn man praktisch dann gut genug ist sozusagen und jetzt sagen wir durch den Scout entdeckt werden würde, der Zeitpunkt, dass man dann dahin wechselt, der entsteht eh nochmal von selber, auch ja, später. Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ein Gespräch führt, dass es auch ein Scheitern geben kann dort. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist völlig ja, wurscht. Dass man die Kinder darauf vorbereitet. Und das ist das, was wir ja schon ewig hier sagen. Das ist, kritisiere ich ja total krass. Das passiert ja 0,0. Und es fliegen jedes Jahr, vor allem je jünger, desto mehr Kinder aus diesen Nachwuchsleistungszentren einfach raus. Ja. Und sie werden nicht darauf vorbereitet. Keiner. Und da passieren ja noch so absurde Dinge, wie dass irgendein Spieler mit aus Berlin nach München geholt wird mit 12, 13 Jahren und dann nach einem Jahr wieder dort rausgeworfen wird. Also da passieren extrem absurde Sachen auch noch. Und da sehe ich die Vereine und die Verbände zwingend in der Verantwortung. Die werden sie meiner Meinung nach überhaupt nicht gerecht. Also es ist denen einfach wurscht, weil die Masse macht. Man muss Regeln schaffen, gerade für diesen Leistungsbereich, wie groß dürfen diese Kader sein. Wenn du nämlich den Kader unendlich offen lässt, selektieren die noch schlimmer. Also die schmeißen raus und holen mehr. Weil das Pferd draußen springt immer besser als das eigene. Ja, das kommt ja noch mit dazu. Und, genau. Und das akzeleriert sich. Wenn du aber jetzt, sage ich mal, von der Zertifizierung her sagst, ein Kader darf ab der U14, der darf maximal 16 Spieler und 2 Torhüter haben. Und wenn die halt Probleme haben durch Verletzungen, müssen sie sich von der U15 holen. Das gilt aber für alle. Sind diese leistungsorientierten Plätze begrenzter und du kannst nur einen dazu holen, wenn tatsächlich irgendwie einer wegfällt oder was auch immer. Aber das ist dann die Anzahl, die selektiert wird, wird begrenzter. Aber da gibt es ja Kader mit 25, 30, 35 Kindern. Die hocken ja nur auf der Bank rum. Und die fallen alle dann aus diesem System Fußball raus, was ja auch nicht so schlimm ist. Aber die hören auf, sich zu bewegen. Ja, die hocken vorm Computer, die gehen nicht mehr in Vereinen aus Scham und was weiß ich. Die hören zum Sport machen auf. Und das finde ich halt hochgradig gefährlich. Und die einzige Möglichkeit ist, wenn sich alle Bundesliga, gab erste, zweite, dritte Bundesliga zusammenhocken und Regionalliga zusammenhocken und sagen, es gibt Grenzen für Kader, es gibt bestimmte Regeln für Scouting, wann darf ich jemanden von da nach da überhaupt holen, unter welchen Voraussetzungen. Und nicht sagen, ja, der Papa kriegt jetzt einen Job, keine Ahnung, als Hausmeister irgendwo und der Junge kriegt 5.000 Euro fürs Fußballspielen mit 14 Jahren. Das die sind Eltern Sachen, wollen das ja auch unbedingt. Da muss eine Grenze eingeführt werden und die muss durchgezogen werden. Da gibt es halt Strafen in der Zertifizierung, das muss empfindliche Strafen geben. Nur so kannst du die Gesellschaft schützen, dass sie langfristig gesund bleibt und vor allem diese ganzen jungen Menschen schützen. Ja. Da gehören Regeln her, bloß es gibt keine Regeln. Da kann sich jeder jeden holen, ja, und wenn er ein bisschen Geld auf den Tisch legt, dann springen die Leute. Und das ist natürlich gerade bei jungen Menschen, bei Erwachsenen ist es dann egal, aber bei jungen Menschen ist doch das hochgradig gefährlich. Ja. Das ist ja die Zukunft unserer Gesellschaft. Ja. Und das Schlimme ist, dass es nicht nur in den NLZ so ist, sondern halt auch eine Stufe drunter. Also das ist ja das, dann könnte man sagen, ja gut, NLZ, das sind jetzt ja auf die Gesamtgesellschaft nicht so viel, aber das ist ja eine Stufe drunter in den Amateur- oder etwas höheren Vereinen. Genau, das ist ja genau dasselbe. Ja. Und nicht bei allen natürlich. Ich glaube, es machen schon viele auch richtig, aber es sind zu viele, die es nicht richtig machen. Aber du kennst ja auch Kinder, die bei 3, 4 Vereinen schon waren, nicht NLZ, sondern 3, 4, 5 Vereinen, ganz normale Vereine, die schon 4-mal den Verein gewechselt haben mit 12. Ja. Irre. Ja. Völlig irre. Da würde ich jetzt mal einen Keil reinhauen. Ja. Weil ich habe nämlich noch ein Thema, aber das würde jetzt zu lange dauern, weil wir sind schon 1:10. Ja, ist doch schön. Schimpft Spotify. Ja. Kläre ich dir das nächste Mal. Es geht nämlich um das Thema schwache Spieler aussortieren, weil ich da wieder jetzt einen Fall mitbekommen habe, wo ich von einem Vater gefragt worden bin. Da geht es darum, das war ein Jugendlicher, glaube ich, der durfte einfach nie spielen, weil er einfach wirklich zu schwach war. Also für diese 7-7 jetzt, ne? Also ich sage jetzt mal nur die Fakten, nicht so wie ich sehe, sondern der tut sich wahnsinnig schwer, im Fußballsport generell sich wohlzufühlen. Also es ist halt einfach nicht seine Sportart. Er ist aber gerne da, weil seine ganzen Kumpels sind da. Und er bemüht sich und er ist immer beim Training und hat da richtig Freude dran. Tut sich aber wahnsinnig schwer mitzuhalten, lernt auch nicht so schnell wie alle anderen etc. Und ist dann praktisch natürlich logischerweise, was so oft passiert, auf der Ersatzbank gelandet. Bekam oft nur noch eine Minute oder zwei. Und einmal ist er eingewechselt worden beim Stand von 16-0.
eine Minute vor Schluss mit den Worten, jetzt ist auch schon wurscht. Und was, wie geht man damit um? Das machen wir aber nicht mehr heute, das ist ein neues Thema, das teasern wir damit quasi an. Wie geht man damit um? Was mache ich da als Trainer falsch? Was passiert mit Kindern, wenn man solche Sätze sagt? Was hat das für Auswirkungen auf deren Elternhäuser? Also es hat einen riesen Impact jetzt in dem Fall. Es ist einen riesigen Streit sogar ausgeartet zwischen den Eltern und den Trainern. Logischerweise ein frustriertes Kind. Also da, es hat einen riesen Impact. Und da würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Ich habe da auch schon eine Empfehlung sozusagen, aber die teasern wir jetzt einmal noch an. Was macht man dann? Wie kommuniziert man das? Also weil, das kann ich schon auch noch mal kurz sagen, ich hatte auch mal einen Fall, der ist noch ganz lange her, einen Spieler in meiner Mannschaft, im zweiten Jahr D-Jugend, der einfach 0,0 mithalten konnte. Also den spielst du den Ball an, du sagst deiner Mannschaft, gib ihm die Kugel, der soll sich ausprobieren dürfen, und der kriegt diesen Ball aber nie. Und das liegt nicht an der Passqualität, sage ich jetzt mal, sondern es liegt einfach daran, dass da für Fußball einfach überhaupt keine Affinität da ist. Und immer, steht falsch, ach, sehr langsam und so weiter und so fort. Was macht man dann mit so einem? Wie bettet man sowas ein? Wie kommuniziert man das mit den Eltern, damit das nicht irgendwann eskaliert? Ja. Da würden wir gerne mal beim nächsten. Schönes Thema. Schweres Thema, aber schönes Thema. Genau. Ja, sind wir fertig. Sagen wir erstmal vielen Dank. Liebe Danke. Fazit. Machen wir nicht mehr. Was machen wir noch? Oder machen wir nicht mehr? Ne, dauert es mal so lange. Also, eins muss ich noch sagen. Hier, niemand. Oh, ja. Angeteasert, du fährst hin. Du bist dort. Ich fahre mit Patrick und mit Matthias von uns. Ja. Wir fahren am Samstag in der Früh, der Matthias schon am Freitag. Buchen uns im Hotel ein, schauen dem Noel mit Osnabrück gegen Dortmund 2 zu. Und wenn du dieses Trikot mit, haben wir gehört? Nehme ich selbstverständlich mit und ziehe es an. Also ich bin kein Fußballtrainer, sondern ein Fan. Absolut. Am Samstag, und zwar richtig. Ja. Und dann feiern wir eventuell den direkten Aufstieg vom VfL Osnabrück in die zweite Bundesliga. Und unser Noel spielt dann zweite Bundesliga, was natürlich krass wäre. Und es ist unfassbar eng, weil der Dritte dahinter, Wiesbaden, ist punktgleich und nur ein Tor dahinter. Das heißt, wahrscheinlich muss man vielleicht sogar auch hoch gewinnen. Ja, aber es wird spannend. Muss man immer drei Wenn Tore sie gewinnen, jetzt, ne? Sind sie direkt aufgestiegen oder in der Relegation, was ja super spannend ist. Ja. Und dann würde der Noel gegen seinen Ex-Verein spielen, gegen Arminia Bielefeld. Krasse Konstellation. In die Relegation, in die zweite Liga, Wahnsinn. Und Abstieg. Oh, also ja, der Noel könnte dann den Nagel bei Bielefeld drauf machen. Ja? Also schauen wir mal, was passiert. Okay. Das wird sehr spannend. Wir haben nächste Woche eventuell den Patrick zu Gast, der uns da vielleicht ein bisschen was erzählen kann, wie es war. Mhm. Müssen wir mal schauen. Du bist im Urlaub. Gott sei Dank. Genau. Dann haben wir vielleicht den Patrick zu Gast und der kann uns dann ein bisschen was erzählen und bringt vielleicht auch ein paar Videoszenen mit, wie unser Faxe oberkörperfrei auf dem Platz rennt und seine Emotionen frei laufen lässt. Das kann schon passieren. In dem Fall würde ich dann empfehlen, das nicht zu zeigen. Ja, ja. Also du musst dann so einen Rasen rausschneiden. Oder? Vorab und schneiden. Ja. Ich drehe das Tor einfach so ab und nehme es mit. Das wäre eine gute Idee. Sehr gut. Super. Ja, wir sind am Ende. Schreibt uns gerne eure Meinung, wenn ihr Fragen habt, gerne auch Fragen an Faxe, wir leiten es weiter. Du liest es ja auch und kannst dann das auch noch beantworten. Und wir sehen uns nächste Woche in der Alterfrische. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.